Bevor ich losfahre, sollte ich noch mal die Lage checken. Dann wollen wir mal sehen. Das ist kein gutes Zeichen. Ich kann den Admiral sehen. Er hat eine, zwei... Oh, er nutzt die gesamte Flotte für seine Blockade. Sturer alter Bock. Césaire wird sein kleines Mädchen niemals gehen lassen. Oder sie Flint überlassen. Das wird ein interessanter Kampf werden. Hey, ja, nach Papadocs kleinen Unterredung mit Ischelle haben wir ja mehr über die Hintergrundgeschichte von Ghost Pirates of Ujo Island erfahren. Tja, also Queen Simbi ist die Tochter von Mama Malidae, die Papadoc ja vor einiger Zeit aufgehalten hat, den Todesgott Baron Ogu zu erwecken. Tja, und nun will sie sich an ihm rächen. Tja, aber lassen wir das und ja, die Geschichte wird ja weitererzählt. Wenden wir uns nun unserer bezauberten Jane zu. Tja, wir sind ja unterwegs mit ihr, um Captain Kate Césaire zu treffen. Ja, aber ein bisschen über Kate vorerst noch. Kate war ja mit Piratenkönig Flint zusammen, bevor Jane mit Flint eine kleine Affäre hatte. Tja, unsere Jane, böses Mädchen. So, tja, die beiden Wildkatzen sind also nicht unbedingt gut aufeinander zu sprechen. Aber Jane hofft, dass sie Kate trotzdem überzeugen kann, Flint zu retten. So, aber nun stehen wir vor einem weiteren Problem. Tja, Kates Vater, Admiral Césaire, hat seine ganze Flotte aufgeboten, damit wir nicht in die Nähe seiner Tochter kommen können. Tja, da müssen wir uns wohl einen anderen Weg suchen, um mit ihr zu sprechen. So, dann sehen wir uns hier einmal um. So, Grand Facile Blockade. Admiral Césaire hasst Piraten. Er würde mich sofort umhauen. Ich muss einen anderen Weg zu Kate finden. Tja, Jane sagt es ja schon. Okay, was haben wir da? Flints Abzeichen. Das ist das Wappen des nobelsten, stattlichsten und tapfersten Piraten aller Zeiten. Nicht, dass er mir irgendetwas bedeuten würde, wenn du verstehst. Ich wiederhole nur, was alle sagen. Oh Gott, ich bin so einsam. Tja, Jane, das glauben wir dir gerne. So, was gibt es hier noch? Ein Unwetter zieht auf. Dann möchte man sich am liebsten mit einem schönen heißen Rum irgendwo verstecken. Und mit Flint. Ja, das hättest du wohl gern. Okay. Es ist da Mississippi-Delta. Das Mississippi-Delta ist mal wieder überflutet. Das Wetter spielt verrückt momentan. Ja, dieses Unwetter. Was ist das? Da war etwas. Wo? Wo? Ah, da. Boogeyman-Bucht. Was ist denn das? Sieht aus, als ob ein Sturm über der Bucht aufzieht. Irgendwie gruselig. Oh ja, früher hieß sie Porto Fetid. Aber nach einem schweren Hurricane war alles zerstört und sie wurde in Boogeyman-Bucht umbenannt. Warum? Sie wurde nie wieder aufgebaut und wird jetzt von den Opfern des Sturms heimgesucht. Aha, vielleicht können wir dorthin. Hat deine Crew dort nicht vor ein paar Monaten Commodore Grimjaw verfolgt? Ja. Aber wir haben nie herausbekommen, worauf der Schurke aus war. Soweit ich weiß, ist er immer noch dort und hat Böses im Sinn, so wie ich ihn kenne. Wenn das derselbe Grimjaw ist, der auch die Jorge Lucasia geplündert hat, dann solltest du besser vorsichtig sein. Er und seine komplette Crew haben sich von den Priestern die schützende Hand Samedis auflegen lassen. Jetzt sind sie alle Zombies. Kommt mir bekannt vor. Das bringt mich auf eine Idee. Danke, Blue. Vielleicht sollte ich mal den Trick versuchen, den Papadoc mir verraten hat und meinen Körper zurücklassen. So kann Grimjaw mich nicht töten. Sei vorsichtig.
Grimjaw und seine Crew sind durch den Fluch auf der spirituellen Ebene gefangen. Die erkennen dich auch als Geist. Tja, böser ist. Okay. Wir sollen also zu diesem Piraten-Zombie Grimjaw gehen. Und er ist hier in dieser Ruine. Tja, vielleicht kann er uns irgendwie weiterhelfen, damit wir an dieser Blockade vorbeikommen können. So, vorerst schauen wir uns hier noch einmal um. Vielleicht können wir ein paar Sachen gebrauchen. Rostige Harpune. Sieht aus wie eine dieser Harpunen, die für den Walfang in dieser Gegend üblich sind. Sie ist ziemlich verrostet. Davon bekommt jeder getroffene Wal erstmal Tetanus. Tja, vielleicht können wir sie trotzdem gebrauchen. Wir sind hier nicht auf Nantucket. Ich falle sicher ziemlich auf, wenn ich hier mit einer Harpune rumlaufe. Auch wenn eine scharfe Waffe hier bestimmt ganz nützlich sein kann. Tja, es landet vorerst in unser Formex-System. Also werden wir es später mal gebrauchen können. Was gibt es hier noch? Moosbedecktes Fischernetz. Untersuchen. Ein verschlissenes Fischernetz. Tja, danke für den Kommentar. Auch könnte mitnehmen. Könnte nützlich sein im Kampf gegen Riesenhaie. Das behalte ich im Hinterkopf. Okay, das können wir auch gebrauchen. Was ist hier noch? Ein zerstörtes Fischerboot. Das Boot ist schon ziemlich verrottet. Aber wenn ich schätzen sollte, würde ich sagen, dass dies eine unbewaffnete 30-Fuß-Schaluppe mit einem V-Rumpf, einer Kielflosse, einem gebrochenen Mast aus Zedernholz und einem zweilagigen Hanfseilausleger war. Aber das ist nur geraten. Tja. Schön. Aber können wir sicher nicht gebrauchen, dieses zerstörte Fischerboot. So, was haben wir noch? Festsaal, Balkon, Keller. Da ist noch ein Fanghaken. Ein stabiler Haken für ziemlich große Fische. Oder um ziemlich schlechte Schauspieler von der Bühne zu jagen. Tja, mitnehmen. Kann man gebrauchen. Ein Haken. Der könnte nützlich sein. Sicherlich. Jawohl. Eine Fischerhütte. Eine alte Hütte im Sumpf, zu der ein Banjo-Spieler irgendwie nicht passt. Die fällt bestimmt sofort um. Okay, nicht. So, bevor wir aber in den Festsaal gehen, gehen wir sicherheitshalber mal vorerst in den Keller und schauen uns um. Wir sind ja Geist, also kann uns ja nichts passieren. Oh, ein paar nette Haustiere. Ein paar Krokodile. Ah. Ziemlich morbide alles hier. Löcher in der Decke. Leere Schnapsflaschen überall. Krokodile im Keller. Das ist ja wie im Studentenwohnheim hier. Ja, richtig. So, okay. Was gibt es hier noch? Holzbalken. Tja, die Studenten. Ein Balken. Wahrscheinlich von einem der verrotteten Schiffe in der Bucht. Können wir ihn treten? Dafür brauche ich einen guten Grund. Okay, noch nicht. Wahrscheinlich später. Krokodilnest. Ein Krokodilnest. Lustig. Ich wusste gar nicht, dass die männlichen Krokodile auch das Nest bewachen. Schön zu sehen, dass es noch Paare gibt, die zusammenhalten. Tja, nette Krokodile. So, wahrscheinlich können wir hier nichts mehr machen. Da war etwas. Riss. Oh, da. Es scheint, als ob dieser Riss, wahrscheinlich von Grimjaws Männern, schon untersucht wurde. Sieht ziemlich leer aus. Tja, dann dürfte da dort nichts drinnen sein. Okay, dann hinaus. So, wo gehen wir zuerst hin? Auf den Balkon oder in den Festsaal? Ich schaue mal. Wir schauen auf den Balkon hinauf. Betrachten wir, was da unten passiert. Das könnten Peninsula sein. Ha, das ist der Grimjaw. Diese hier. Können wir eine Pause machen? Wir sind völlig fertig. Skelette machen keine Pausen. Sucht weiter. Okay, die suchen anscheinend irgendetwas. Ei. Skelett?
Okay. Wir uns hier umsehen. Da, ein alter Kronleuchter. Als Säbelfechterin bin ich praktisch eine Expertin für Kronleuchter. Dieser hier ist ein sehr guter, solider und stabiler Kronleuchter. Gott bewahre, dass man während eines Kampfes an einem zerbrechlichen Leuchter hängt. Okay, den Kronleuchter und Seil. Das Zeichen steht für das Kronleuchterseil. Da geht jedem Säbelrassler das Herz auf. Tja, was wir wohl mit diesem Seil anstellen sollen. So, warum was gibt können es wir noch? Nicht wie Engel fliegen? Warum hält uns die Schwerkraft am Boden? Schwerkraft! Hört euch den Schlaumeier an! Tja. Ja, Sir. Die philosophieren hier über Dinge. Okay. Dann wieder hinaus. Und wir werden den Festsaal betreten. Und mit Greenshow unterhalten. Okay, wo? Da. Na, Balkon. Festsaal, okay. Jetzt aber. Berichte, du Abschaum! Hast du was zum Teufel? Hi, Kommodore. Verflucht und Captain James Starling, eine Spionin, schneidet sie in Stücke! Jawohl. Was zur Hölle? Und Scratcher, macht einfach sie hat die Seiten gewechselt. Sie ist ein verdammter Geist. Jo. Ein hinreißender Geist noch dazu. Wo du recht hast, hast du recht. Ja, lass das! Ich muss zugeben, dass ich zu gerne wüsste, wie du ein Geist geworden bist. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Also, Starling, mach die Fliege. Ich habe keine Zeit für deinesgleichen. Was genau machst du eigentlich? Das geht dich gar nichts an. Ei. Nun, ich wollte dir ein Geschäft vorschlagen. Ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe, meine Hilfe! Sie macht sich über uns lustig, Scratchraw! Das ist alles, was sie tut! Was zur Hölle lässt dich vermuten, dass ich dir jemals helfen werde? Nach dem, was du und dein König Flint mir und meiner Crew in Port du Saint angetan haben. Ihr habt meine Plündereien gestohlen, meine besten Schiffe in Brand gesetzt, meine Crew ausgeschaltet und. Deine Hosen! Sie hat deine Hosen gestohlen, Captain! Das stimmt. Du hast meine Hosen gestohlen, während ich mich mit den jungen und talentierten Mädchen im robusten Degen vergnügt habe. Wenn ich nicht gleich danach verflucht worden wäre, ich schwöre dir, dann hätten du und dein Herzblatt mit Davy Jones in den Abgründen der Hölle Karten spielen können. Was für Abgründe? Was habe ich gesagt? Die Abgründe der Hölle, Sir. Ei, die Abgründe der Hölle? Was sind dagegen schon die Abgründe der menschlichen Seelen? Unwichtig. Ihr würdet dort schmoren, verbrennen, elendig verbrennen, mit Würmern, die eure Innereien vorher fressen. Schon gut, ich kann's mir vorstellen. Also, wirst du mir nicht helfen? Ich würde eher meinen fauligen, von Würmern durchfressenen, stinkenden Fuß essen, bevor ich dir oder deinem geliebten Flint helfen würde. Aber du könntest dabei Admiral Césaire angreifen. Ganz Acerbin weiß, dass ihr euch hasst wie die Pest. Hast du nicht das Verlangen, dich an ihm zu rächen? Das will und werde ich. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt habe ich andere Dinge zu tun. Und jetzt verzieh dich, Mädchen. Ich habe dringendere Sachen zu tun. Und dafür brauche ich meine Privatsphäre. Hey, sei nicht so unfreundlich zu unserer bezauberten Kleinen. So, okay, aber bevor wir weiter mit Grimshaw reden, mache ich hier einen Schnitt und wir sehen uns das nächste Mal. Dieser Stelle wieder. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis dann.